So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Evoland. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, deswegen habe ich gerade mitten im Satz gestockt. Mann, ich hab's drauf. In der letzten Folge haben wir die Bomben gekriegt und erstmal ein bisschen rumgebombt damit, die das kleine Kind von der alten Frau geklaut hat, wo ich weder weiß, was das kleine Kind mit diesen Bomben wollte, noch weiß, was die alte Frau mit den Bomben wollte, aber wir nehmen es mal so hin. Wir nehmen die Message an, die das Spiel uns damit mitteilen möchte. Kleine Kinder und alte Frauen stehen auf Bomben. So, im Süden der Heimatstadt von Keres befindet sich wohl der heilige Hain. Da ist gerade einfach ohne Fremdeinwirkung eine Flasche neben mir umgefallen. Das war gruselig. Befindet sich wohl der heilige Hain in dem wir ein halbes Amulett finden und wir brauchen beide Amuletthälften, um irgendwie das Böse zu bannen oder so. Glaube ich. Ja, sieht auf jeden Fall richtig aus. Auch wenn du mir nicht erzählen kannst, Moment. Ich glaube, die Apidia weg. Ich finde es aber cool, wie es auch so lauter Klischee-Fantasy-Namen sind. Hier ist tatsächlich nichts. Okay. Dann gehen wir doch hier mal rein in den Heiligen Hain. Können wir da unten rum? Nein, können wir nicht. Aber hier können wir Bombs! Mach Boom! Mach Boom! Halt, ich will. Moment. So, kann ich dich wegschneiden? Nein, kann ich dich wegbomben? Nein. Irgendwie bin ich gerade am Gucken, kommt mir das alles doch. Was bist du für ein Kristall? Ein Zeitreisekristall! Zwischen. Treff den Kristall und zwischen Marty damals und jetzt. Ja, Marty. Ne? Ich sag mal nichts dazu. Hier kann ich. Ah, hier kann ich einfach da drüber laufen. Aber da nicht rum, okay. Ach, wie cool das gemacht ist. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Da muss doch einen Grund geben, warum es hier Feuer gibt und die Nachricht daneben. Switch und Swoop sind wir wieder zurück in der dritten Dimension. Kann ich da, aber da kann ich nichts durchschießen, ne? Mit Pfeil und Bogen, wenn. Vielleicht kriegen wir Pfeil und Bogen. Das würde natürlich Sinn machen. Ergeben. Nichts macht Sinn. Dinge ergeben nur Sinn. Wenn ich jetzt das Rätsel hier sehe. Und auf der anderen Seite kann ich mir das sehr gut vorstellen. Da kommen wir nicht durch. Aber hier kommen wir runter. Und wir sind. Uah! Hyperfies. Wieder in einem Dungeon. Ist das ein Dungeon? Ich weiß nicht, ob das als Dungeon zählt. Ja. Auf jeden Fall. Wirklich. Okay. Da nochmal. Da war ich gerade etwas unachtsam, muss ich zu meiner Schande eingestehen. Hier geht's rechts lang. Nein, tut's nicht. Hier geht's rechts lang. Nein, tut's nicht. Ich muss auf jeden Fall wohl von oben an die Schatzkiste ran. Das Problem ist nur, dass ich. Boah! Nein! Keine Möglichkeit habe, von oben an die Schatzkiste ranzukommen.
Ich muss hier und dann nach unten, aber wie es dann weitergeht, kann ich, wie weit kann ich hier? Nein, hier geht's auch nicht weiter. Hier können wir lang und dann wahrscheinlich am Rand entlang. Hier können wir bomben. Bomben! Mache Boom! Aber oh, wir können vermutlich noch einen Stern, oder? Oder bitte eine Karte. Eine Karte wäre cooler. Ah, es ist ein Stern. Natürlich ist es ein Stern. Natürlich. Dann habe ich das noch. Nö. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Freunde. Da habe ich rumgegooft. I've done goofed. Nein! Ah! Ich sterbe gleich einfach an der Lava, weil ich noch ein halbes Herz habe. Ich kann mittlerweile den Weg fast auswendig. Uff. Hier und dann. Das ist ja hyperschwer. Man könnte sagen, ultraschwer, aber wir kriegen den Bogen. Ja, tatsächlich. Haben wir unbegrenzt Pfeile? Vermutlich. Ich nehme die Abkürzung. Oh. Oh. Es hat ein halbes Herzschaden gemacht, aber wir kennen den Weg. Gib mir das Herz. Ich dachte, es macht nur ein Viertel Herzschaden. Ah! Mir ist so sorry. Die Uhrzeit spielt mir nicht gut mit. Gute Idee von Herr Daro, morgens um 4 aufzunehmen. Sagte er und legte eine Bombe, während er die Kiste öffnete. Aber es ist alles gut. Wir kriegen das ja hin. Na. Es ist unfassbar, wie dumm sich ein Mensch bei sowas anstellen kann. Geh mir aus dem Weg, Fledermaus. Wirklich. So, da haben wir den Bogen. Es tut mir leid. Es war unfassbar blöd, was ich da gerade angestellt habe. Aber I got this. Uah, wir haben's. Damit geht's wieder ab nach draußen. Das heißt, geht mir aus dem Weg, Fledermäuse. Wir können jetzt mit dem Bogen vermutlich den Baum da wegfackeln. Halt, Quatsch, ich muss hier rüber. Ich dachte gerade, dass das uns den Weg blockiert, aber. Sollte es nicht? Okay, vielleicht im 2D-Stil. Vielleicht fackelt so den Baum ab. Die Zukunft ändern. Der kleine Baum wächst in der Gegenwart nicht mehr. Naja, ob du da bei den verschiedenen Artstyles von Vergangenheit und Zukunft sprechen kannst, ist natürlich auch die Frage, ne? So, Snoop. Die Frage ist, gibt es hier auch so knifflige Rätsel wie, wir können den Zeitkristall aus der Distanz aktivieren?
beziehungsweise müssen den Kristall aus der Distanz aktivieren, um etwas freizuschalten. Da können wir auf jeden Fall lang. Und da drüben können wir uns durchbomben. Kann ich auch in der Vergangenheit bomben? Vermutlich schon. Natürlich. Dann kann ich den Wind nämlich wegfackeln. Dann gehen wir in die Zukunft. Also Gegenwart. Also ihr wisst, was ich meine. Dann schnappen wir uns hier die Schatzkiste. Nice. Mit noch einem Stern. Wie viele haben wir denn jetzt? 15. Die Hälfte. Und ich schätze, es ist auch eine gute Angabe, wo wir gerade sind. Ich schätze, die Hälfte des Spiels kommt ganz gut hin. Es ist kein sonderlich langes Spiel, dafür ein umso cooleres Spiel. Ja. Wenn wir mal ein paar recht unfaire Stellen außen vor lassen. Bringt es was, dich zu sprengen? Nein. Bei dem bringt es garantiert was, ihn zu sprengen. Wo komme ich denn hier hin? Ah ja, gucke mal. Guck mal, guck mal. Es ist so schön, wie sich auch die Musik ändert. Ich sollte nicht singen, aber ich mache es trotzdem. Noch ein Stern. Den habe ich weggebombt. Und die habe ich weggebombt. Bombe. Bombe. So, ihr seid aus dem... Was bist du? Ihr könnt Folgendes entziffern. Entzündet meine Flamme, um einzutreten. Okay. Gotcha. Ich habe deinen Rücken. Ich weiß, was du willst. Jetzt die Frage, welches ist... Kann ich den anschießen? Nein. Ist wohl bewusst so gewählt. Ah! Dass ich den von da aus nicht anschießen kann. Was ich anschießen kann, ist das Feuer. Na, hier komme ich nicht rum. Aber ich müsste doch bestimmt... Ah, dafür muss ich aber... Kann ich das... Konnte ich das Feuer nicht nur in der Vergangenheit verbreiten? Das funktioniert auf jeden Fall. Dann müssen wir wieder hier außen rum. Haben jetzt das Feuer an. Ah, hier gibt es zwei Feuer. Und das andere müssen wir jetzt auch noch entfachen. Cool. Hallo, ich habe doch eindeutig... Das hat doch... Das erzählt mir nichts. Das ist einfach nur ein Shortcut. Okay, danke, Spiel. Ich sollte... okay, hier brauche ich wieder die Bomben. Zu meiner eigenen Sicherheit nicht mit den Bomben ausgerüstet spielen. Just saying. Auch wenn ihr mich im echten Leben trefft, haltet mich ganz weit von Bomben fern. Sonst wird das ein sehr explosiver Spaß. Wo hat das jetzt das Feuer hingeschossen? Wie weit schießt das Feuer? Okay, das hat tatsächlich gar nichts gebracht, außer... Wenn ich vielleicht... Moment. Dich aktiviere. Das Lied ist so schön und toll und ich mag den Soundtrack so sehr. Auf jeden Fall können wir jetzt hier unten lang. Da war doch... Kommen wir nicht lang? Okay, wir können nicht da unten lang.
Die haben wir angezündet. Da oben waren wir. Es muss ja eigentlich hier sein. Ich sehe nur gerade das Rätsels Lösung nicht. Vorweggesniped. Ich sehe nur gerade das Rätsels Lösung nicht. Kann ich mal ganz kurz. Den kann ich nicht wegbrennen, den Baum da oben, ne? Ah! Ich bin so blöd! Natürlich! Brain. Mann, manchmal stelle ich mich echt an. Dümmer als die Polizei erlaubt. Muss ich aber tatsächlich wieder, groß werden. Ah, da brauche ich den hier unten, ne? Wie komme ich denn zu dem? Wie komme ich denn zu dem darüber? Jetzt muss ich ganz kurz mich ein bisschen umschauen. Zudem sollen wir ja als in der Vergangenheit anscheinend rüberkommen. Dann, ich kann nicht mehr als um den See rumlaufen, aber das ist wohl auch nicht was. Strange. Wie muss ich auch da rüberkommen? Es kann ja jetzt kein Item mehr geben, das uns weiterhilft, weil wir ja alle haben. Wir haben ja mit dem Bogen das letzte Item. Oder gab es hier? Vielleicht können wir einfach den Kristall hier nutzen. Nein, können wir nicht. Weil wir hier dann wieder da oben den Baum im Weg haben. Wir haben auf jeden Fall das Achievement Time Traveler freigeschaltet. Das ist immerhin was, glaube ich. Aber hier ist ja dann wieder der Baum im... Der Baum im Weg. Oder nicht? Ja. Kann ich den von unten ausschießen? Ist das... Die Höhe hier. Ich mache es mal sicherheitshalber in beiden. Weil ich, wie gesagt... Ja, kann ich. Wir können also tatsächlich nur in der Vergangenheit die Feuerpfeile schießen. Das ist interessant. Auf jeden Fall können wir jetzt hier lang. Das ist, gut. gib mir mein Schwert, danke. Ah, und jetzt können wir hier unten lang. Dieser Kristall ist inaktiv, aber das Amulett sollte ihn aktivieren können. Okay, dann würde ich aber sagen, da eintreten werden wir erst in der nächsten Folge, um das Amulett zu aktivieren. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.